And now it's time for our IMCO and jury representative, Madame Julia Reda. Herr Kommissar Oettinger, in Ihren Antworten auf die schriftlichen Fragen des Parlaments haben Sie als Ziele der europäischen Urheberrechtsreform die Innovationsförderung, Vergütung von Kultur und den grenzübergreifenden Zugang für Konsumentinnen hervorgehoben. Eine der zentralen Veränderungen durch das Internet ist aber, dass die Nutzerinnen eben nicht nur bloße Konsumentinnen sind, sondern selbst kreativ mit Inhalten umgehen. Was werden Sie tun, um die Rechtssicherheit für Remix und für kreativen Umgang mit digitaler Kultur für alle Menschen zu erhöhen? Wird es dafür eine verbindliche Urheberrechtsschranke geben oder ziehen Sie womöglich sogar in Erwägung, die Forderungen aus der Urheberrechtskonsultation von vielen Menschen aufzugreifen, dass es ein einheitliches europäisches Urheberrecht auf Basis des WITIM-Projekts geben soll? Ich denke, wir haben aus ACTA gelernt, dass es absolut zentral ist, die Netzpolitik einzubinden, die Zivilgesellschaft in die Netzpolitik einzubinden. Deshalb habe ich Fragen aus der Internet-Community an Sie gesammelt. Teilen Sie die Ansicht Ihres Kollegen Andrus Ansip, dass das eine sinnvolle Initiative ist, und werden Sie die Zeit zwischen heute und der Abstimmung im Parlament nutzen, um auch eine Online-Anhörung zu machen, wo Sie Fragen aus der Internet-Community beantworten? Ich vermag die nächsten 5 Jahre nicht abschließend zu übersehen. Aber ich glaube, dass die Copyright-Gesetzgebung, der Vorschlag der Kommission zum Thema Urheberrecht, mit der schwierigste Gesetzgebungsvorschlag ist. Da ist eine Fülle von Vorarbeiten in mehreren Generaldirektionen gemacht worden. Und nun sind diese Dienste alle in einer Generaldirektion. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt das Tempo erhöhe, Augen zu und durch. Urheberrecht wird nur dann A, in Ihrem Hause Mehrheit bekommen und B, dann auch Autorität erlangen in der Gesellschaft, wenn nach Möglichkeit alle, die mit dem Thema kulturelle, wirtschaftliche und persönlich privatpersönliche Interessen haben, einbezogen sind. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, genau diese Anhörungen vorzunehmen, und ich bin gern bereit, wenn man das Parlament Vorschläge macht, auch weitergehende Gruppen oder Einzelpersonen anzuhören. Da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und ich teile ansonsten die von Ihnen zitierte Position des Kollegen Ansip vollumfänglich.